So, liebe Leute, wir sind hier wieder zurück bei FIFA Ultimate Team. Heute am Sepik Sunday mit dem kleinen Special. Ich habe auf Facebook ein kleines Gewinnspiel gemacht, wie schon gestern angekündigt, für den höchsten Tauschertrag. Und wir haben einen Sieger ermitteln können mit 3,050038 Millionen. Knapp dahinter war MHHG mit 2,15 Millionen. Und die, ich würde jetzt mal fiesen Heuchler sagen, mit 264 Milliarden, aber war ein lustiger Scherz, unser Gewinner ist damit Jan Felix. Hallo Jan Felix. Hallo. Du kannst uns jetzt quasi sagen, wie du an deine 3,05 Millionen gekommen bist, weil viele Abonnenten interessiert ja immer, wie komme ich an Geld? Ich kann mir gerade mal Verträge leisten. Ich selber bin da ein bisschen verständnislos, weil, letztes Jahr hat es bei mir auch ganz gut geklappt, auch wenn ich kein Geld ausgegeben habe. Aber vielleicht gibst du ja mal ein paar Tipps, wie du an deine 3 Millionen gekommen bist. Ja, also, wie man ja weiß, bekommt man am Anfang ein Bronze-Team. Und das habe ich, die ganzen Spieler, habe ich auf dem Tauschstapel gemacht und für 200 Coins verkauft. Und man hat ja am Anfang noch 18 Spieler und dann hatte man schon 3000 Coins. Davon habe ich mir Bronze-Päckchen die 400 geholt. Und man bekommt dadurch ja 12 Spieler. Und wenn man die alle für 200 verkauft, bekommt man ja 2400. Dann habe ich das etwas öfters gemacht und hatte dann irgendwas mit 10.000 Coins. Dann habe ich mir angefangen, Angreifer zu holen, also Stürmer, Goldware-Spieler für 700 Coins. In einer 4-1-2-1-2 Aufstellung. Diese habe ich dann für 1000 verkauft. Das habe ich dann halt so eine Woche gemacht. Und dann hatte ich schon richtig gut Geld, so 50.000 Coins. Und habe angefangen, mit Informspielern zu traden. Am besten mit Informspielern zu traden ist es eigentlich, wenn das neue Team of the Week raufkommt, dann sind die alten Team of the Week Spieler am billigsten. Und dann würde ich mir am besten so 80 Rated holen, zum Beispiel wie Kiesling in Form für 10.000, weil er dann am billigsten ist. Dann kann man so eine Woche warten und dann ist er 12.000 bis 13.000 wert. Das habe ich halt öfters gemacht und kam dann halt zu meinem großen Tauschertrag. Und desto mehr Geld man hat, desto mehr kann man traden mit diesen Spielern und desto mehr kommt man höher. Aber am Anfang das mit dem Bronze- und Silbersachen klappte halt, glaube ich, am Anfang von FIFA relativ gut. Ich glaube, jetzt klappt das nicht mehr so toll, ne? Nein, meistens, weil die sind so viele Spieler auf dem Tauschstapel von anderen Leuten, das sind Tausende und da kauft kaum jemand einen Spieler von. Naja, also heutzutage kann man, glaube ich, besser mit Goldspielern handeln, aber da dann halt sich, wie du sagtest, dann schon einen Spieler irgendwie rauspicken. Ja. Das und da Beispiel, dann, genau. Da sind empfehlenswert rauszupicken die Barclays-Plays, meistens die Aufstellungsveränderten von ZOM auf ZM. Weil die sind eigentlich meistens, hat man mal Glück, zum Beispiel Oscar. Bei ZDM, den kann man so für 13.000 ist der wert. Und wenn man den sucht und mal für 11.000 kriegt, kann man auch schon so 2.000 Profit machen durch einen verkaufen. Ja, und genau so. Da muss man nur ein bisschen Geduld haben, ne? Also man kriegt nicht direkt das schnelle Geld. Nee, das hat schon gedauert. Das hat 2 bis 3 Monate bei mir gedauert. Aber ich habe ja schon bei FIFA 12 angefangen und das ging eigentlich ganz gut. Dadurch konnte ich das auch und ging eigentlich ganz schnell hoch. Ja, man sieht ja auch, du hast nur 80.000 Spieleinnahmen, also so der Mega-Player bist jetzt nicht, dass du alles von Spieleinnahmen hast, ne? Ich spiele auch gerne Black Ops 2, aber das geht schon gut ab. Ja. 186er Weight von der Mannschaft, alter Vater, das ist ja schon nicht. Ja, ich hab's gerade eben zusammengestellt. Ja, du hast doch auch schon nicht schlecht. Ja, 84. Ja, aber du hast ja dein Barclays-Play-Team mit Aguero, Balotelli, Nasri, das sind ja auch keine schlechten Spiele. Nee, und schlecht sind sie nicht. Ja, nur deine Innenverteidigung ist halt nicht so rated, du hast ja eine Innenverteidigung, ich glaube, Klichy, nicht Bowl oder so. Genau, das stimmt, ja. Vom. Ja, ich habe halt besten Spieler aus der Liga BBFA rausgenommen, außer Ronaldo und Messi. Ja, ja, das fände ich jetzt aber auch. Ja, dann hättest du dein Rating verloren, ne? Wenn ihr Ronaldo und Messi geholt hättest, wärst du wieder bei 0. Ja, hätte ein gutes Team. Ja, dann machen wir doch hier mal ein Spiel, ich lade dich mal eben ein. Ihn wäre nur so Frage, weil ich will das nicht falsch wissen. Spielen wir mit Sweaty Goats oder ohne? Mit was? Sweaty Goats, also kurz vorm Tor stehen, rüberspielen und wenn der Tormann rauskommt, rüberspielen. Möchtest du ohne spielen? Also mir ist das eigentlich egal. Also ich spiele immer auf Sieg. Also spielen wir auf Sieg.
Also wenn ich 5-0-4, dann 5-0-4, dann sweate ich nicht, aber wenn es genau das eine Tor für den Sieg ist, dann in der 90. Minute, dann ist mir das total egal. Das ist die Sache. Dann sweate ich, was das Zeug hält, ey. Aber meistens geht es dann eh noch schief. Ah, Real Madrid. 87, 86, 83 oder was war das? Ja. Ah, schon ein bisschen hart. Ja, komm, oh, ja. Du hast den in Form David Luiz voll the Beast, ey. Oh ja, der ist echt nicht verkehrt. Ich habe auch schon gehört, Stürmer soll der auch richtig abgehen, aber das war mir noch nicht wert. Ach, LM hast du dann den von Paris, ne? Kannst du da nicht den Villa hinstellen? Passt der da nicht gut rein? Hallo, hallo? Ist er da gerade raus? Ah, du bist ja wieder, nee, da. Okay. Ja, da habe ich gerade wieder gedrückt. Ja, passiert. Also den Via kannst du dir auch noch kaufen, oder nicht? Ja, ich wollte mir eigentlich auch Iniesta holen, aber ich bin jemand, der schnell spielt gerne. Und naja, mit Iniesta, mit 70 Pace, was soll ich denn anrichten, wenn jemand rechter Verteidiger Walker zum Beispiel kommt mit 93 Pace? Natürlich schwer. Aber Via hat doch 80, oder? Das ist, ich fand den ja gar nicht Via, schlecht. Ich glaube, der 78 Pace hatte. Ja. Also nicht wundern, er spielt mit seinem Laptop, der irgendwie auf seiner Couch liegt, deshalb versteht man ihn vielleicht nicht so toll. Aber war ja alles was kurzfristig hier. Das sind ja alles auch nicht. Komm schon, komm, ey! Oh, mein Lori hat alles gefangen. Ja, sag ich doch, Lori ist voll der Boss, ist Franzose, ey, der hat voll Baguette, ey. Genau, dann ist Lekühl. Ja. So. Spielst du erste Liga? Ja, ja, Pokal schon geholt, alles. Echt? Ja, ja. Ach, gib mir doch den Aguero, der stand doch da direkt. Aber Pokal fehlt mir leider noch. Scheiße. Pokal ist leider noch mein Todesgegner. Ja, ja, ich bin auch, glaube, dreimal oder so im Pokal rausgeflogen im Finale. Das ist natürlich ärgerlich. Weil die haben immer, wie gesagt, in der 90. Minute Bett gespielt haben. Komm vor. Ah, schade. Ja. Ich hasse das ja. Ich hatte vorhin zwei Spiele. Alter, hat der erstmal sein Internet leckt wie sonst was, steht vorm Tor. Da werde ich manchmal richtig böse, weil man, ich kann nicht gut mit Internet wegspielen. Ja, weil dann leggen die sich so bis zum Tor durch. Ja. Du kannst dich nicht wehren. Ja. Weil deine Spieler irgendwie daneben hauen, doof stehen bleiben oder ähnliches. Ja. Und dann macht er, ne, das erste Tor in der 50. oder so und dann stellt er sich nur noch hinten rein mit dem Ball und zieht dich raus. Hinten rum, dann könnte ich auch rausflippen. Ja, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, aber manche haben so kleine Eier, dass sie nötig haben. Ja. Jetzt geht mein Vermahlen, geht hier nach vorne stürmen. Ach komm, Bale. Oh, David Luiz. Ich hatte auch mein Barclays-Team mit Vermaelen so richtig gut ist mit Podolski, aber das hat mir nicht gefallen, ich weiß nicht wieso. Na, es kommt halt immer drauf an, ne? Wie man gerne spielt. Ah, Mann, da wäre er fast durch gewesen. Ey, jemand liegt bei dem Ballett, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Was liegt denn der da rum? Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Na, er ist wieder aufgestanden. Er hat es wieder geschafft. Da läuft einer. Na, ah, schade, der Ball kam nicht tief genug. Aber manchmal ist es auch komisch, was EA macht, ey, also FIFA hier. Man will ordentlich Pass spielen, dann kommt so Bullshit an. Ja, das, also man. Die Zeiten habe ich schon zum Glück überwunden, wo nur noch Scheiße bei rumkam. Mittlerweile mache ich auch ganz gute Pässe wieder und kann es hier auch mal wieder reißen. Aber eine Zeit lang hatte ich echt derbe Probleme, überhaupt einen Pass von A nach B zu bringen. Ja, auch wenn die manchmal dann so spielen, ey. Ja, das ist echt schlimm. Habe ich noch nicht ganz verstanden, bei FIFA 12 war alles anders, glaube ich. Ja, ja, ich fand FIFA 12 auch jetzt, man kann sich ja seine Gegner nicht mehr so aussuchen, kann man ja so sagen. In FIFA 12 hatte ich, glaube ich, 700 Spiele gespielt, da war ich noch richtig gut drauf. Ja. Weil man konnte sich ja damals, da gab es nicht so eine Liga, das fand ich ein bisschen blöd mit der Liga jetzt, da man nicht noch so normal spielen kann. Ja. Ja, vorher konnte man ja vorher gucken, was für Werte der Gegner hatte. Egal meistens, ob der Gegner gut oder schlecht ist, ist ja auch eine Herausforderung gegen ihn.
Meistens hat man gegen die Starken eher gewonnen. Ja, das ist halt das. Meistens haben die richtig gute Teams, haben sie meistens schlecht. Aber wenn man mal jemanden richtig guten trifft, ist er manchmal auch richtig assi drauf, ey. Ich hab mal gegen Silberteam gespielt, boah, der war richtig gut, hab krass auf ja. Elfmeterschießen oder so gewonnen. Boah, das war. Also Silberteams sind, also wenn ich ein Silberteam sehe in der Liga 1, dann kotze ich schon fast, weil ich dann aber weiß, dass ich auf die Fresse kriege. Wenn die meistens richtig kennen, wie England-Team abbauen, Lore mit 94 Pace, ey, boah, da wird's. Und dann Abwehr mit 78 machen. Oh, Balotelli schubst da den Jordi Alba mal weg. Kann sich aber nicht durchsetzen, schade. Wollten wir jetzt Robben holen, aber viel zu teuer, fand ich. Wen? Robben? Ey, Jordi Alba. Ach, Jordi Alba. Ja, gibt's ja aber für ein bisschen besser. Nee, ich wollte mir am Anfang eigentlich gerade eben Marcelo von Brasilien ja holen, weil er eigentlich ein richtig guter Spieler ist, aber. Oh! Die Woche ist so ein Biest, ey. Ey, der hält aber auch alles. Das gibt's nicht. Nachher werde ich mich ärgern, wenn ich YouTube gucke bei dir und mich ärgern, weil ich so dumm bin zum Treffen. Aber sonst scheiße, ne? Da kann er den Ball nicht dann mit den Armen hochkriegen. Das kann sich manchmal. Jetzt gibt's nicht mal Eckball, der Lovis hat doch zuletzt berührt. Ah, nee, Abseits, scheiße. Sehr schön. Mann, ich krieg den Ball hier nicht weg. Da vorne ist frei. Wow, das hat mal geklappt, ey. Krass. Ja, Abschlüsse sind immer so Sache, finde ich. Sehr komisch. Oh! Was? Freistoß für mich? Oh, das wird aber übel. Ah, ne, das geht. Ja, ich wollte schon sagen, ich hab Balotelli gefaut. Ich hoffe, man hat eine gute Freistoß. Geht. Komm nach Balotelli. Mach dir das. Ah, oh, nein, da kann ich den Ball nicht kontrollieren. Mist. Komm, schließt bei Karo. Sehr schön. So. Hey. Oh, sehr schön. Na komm, da macht er da so ein Trickster-Teil. Da, dumm, ey. Nee. Ja, die BFA hat nicht so schnelle Stürmer und Jose Callejon, den will ich nicht haben. Echt. Tschu. Ne, der Callejon, da spielen echt viele mit, ne? Aber auch allein ja, nur, weil der Pace hat. Und Mittelstürmer ist ja billig eigentlich, aber naja. Weil Chaos auch nicht schlecht. Also ich wollte gerade sagen, der hat schon mal richtig dick bei mir Tore reingeschossen, ey. Ah, dann mich stehen lassen. Komm. Oh, das war knapp. Das ist das. Das ist immer mein Fehler. Mein Freund macht sich neben mir kaputt, weil der weiß, dass ich nicht treffen kann. Das ist meine einzige Fehler. So schlecht im Treffen. Ey, das glaubt mir keiner. Mein Abwehr. Komm schon! Oh nein! Schade, das wäre das erste Tor von Valencia gewesen. Ah, Valencia. Oh. Wieso steht der Vermehlen da immer direkt? Der soll nach hinten gehen. Ach komm, da läuft er nicht los, der Bale. Ja, Bale ist schon gut. Ist auch in Form, ne? Ja, den Second EF, den hätte ich gerne. Alter Vater, was der für Wert hat. Der aber richtig Geld. Ich glaube 600.000 habe ich letztes Mal geguckt. Der wird aber, wie ich mir denken kann, der wird noch billiger. Der müsste billiger werden. Ja, den gibt's ja jetzt zweimal an sich. Ja, deswegen, ja, das ist ja der Vorteil. Wenn es in Formspieler 2 gibt, ist der zweite so billig wie der erste. Und dann wird's mir den zweiten holen, weil der sowas von teuer am Ende wird. Das war mir mit Test dem. Ja. Oh, was war das denn? Oh, was war das denn für ein Scheißpass? Oh, Mann. Oh, Mann. Guck, das warte ich bei FIFA. Was haben die sich dabei gedacht? Falcao. Ah, was ein übler Fehlpass, ey. Das gehört auch bestraft. Ja, auch immer, wenn die Leute kurz spielen. Also, wenn der Tormann Abschluss hat. So, komm. Oh, dann kriegt er den Ball. Meiner Meinung nach ist Pepe der beste Spieler in FIFA. Ich weiß nicht wieso, aber was der macht, der kommt richtig. Echt? Ja. Pepe, also ich fand den auch nicht schlecht. Der hat nur ein paar viele Elfmeter bei mir damals verursacht. Ja, der hat ihn richtig leben, das ist so. Der geht manchmal ein bisschen grob rein. Ein bisschen ist untertrieben noch. Arsch, gib es nicht. Gute Verteidigung.
alles spät durchgekommen. Ja, das hab ich sehe meistens so fiese Sachen, sehe ich. Wenn du den dann schickst, dann siehst du das doch relativ gut. Guck, das meine ich bei FIFA. Wo ist denn bitte meine rechte Verteidigung? Oh Mann, dann steht da schon wieder einer. Pepe ist der Boss. Auf jeden Fall, ey, der steht einfach nur doof im Weg rum. Ja, das kann er am besten. Komm, jetzt mal schöner Doppelpass. Oh, Benzema ist so schnell. Ah ja, in FIFA 12 war er schneller. Komm, komm. Ja, komm. Na, ja, nee. Der Diop ist, ey. Doch, das ist wirklich eine gute. Komm mal da noch zu. Komm, Pepe, regel das. So Leute, jetzt lauft mal. Lauf, Balotelli! Das mag ich nicht bei FIFA. Wo ist bei einer Abwehr bitte? Piu! Was? Scheiße. Wie geht das denn? Wie kannst du das denn verhauen, Bale? Du Kacknoob! Der muss doch nur an dem Torwart vorbeispielen, aufs Tor draufzimmern und fertig. Ganz schön nervös, boah. Das endet gerade nicht gut. Arsch! Boah! Bale, haut mal raus, Ich glaub, eben Hazard holen. Oder gefällt dir der nicht? Oh, Tor! Nice! Da stand dein Spieler am Pfosten zu weit hinten. Ich weiß ja ganz, Modric da macht. Na, der wollte ihn annehmen und dafür geht er nach hinten und dann bam. Jetzt los. Da hätte er sich eigentlich nur anschießen lassen müssen, aber irgendwie wollte er nicht. Ja. Ein Modric, ja. Ach, komm, Benzema. Boah. Ein Diop ist, der will ich ja nichts sagen, aber der hält und hält und hält. Der hält jeden Scheiß, hält ja. Deshalb hab ich den. Ja, es gibt ja auch keinen besseren Barclays Play. Naja, Chelsea ist noch gut, oder Joe Hart. Na, komm. War ein schlechtes Zuspiel hier. In der Mitte ist frei. Oh! Da nimmt er den Volley und knallt den da voll hin, ey. Ich bin so schnell vorm Tor, das ist ja unglaublich. Ab Dani Alves. Komm, Klischee. Na, Benzema ist schon geil, den hatte ich ja auch. Ich hatte mal einen Form, aber naja. Ach komm, lauf doch mal einer hin hier. Dann läuft der am Ball vorbei. Ja, wie mein Modric, ja. Oh, David Luiz. Das Tier im Mittelfeld. Geil, der ist von den Verteidigungen rübergewechselt. Oh, scheiße. Oh, schade. Oh, Casillas hält aber auch wie. Auch so weit vom Feld, der hätte ich sehen, ey. Nein! Oh mein Gott! Am Arsch! Moment, weil ich muss mich gerade auf. Ah, ey, was ein Spiel. Alles spannend. Spiel aufgeben. Bist du fertig? Ja, okay. Ja. So, Mittelfeld wieder gewonnen. Dank David Luiz. Da hinten, da hinten, da hinten. Ah! Oh! Oh, das war. Ach. Ich wollte doch nur flanken. Ja, komm mit dem Geld. Manchmal die Elfmeter, das ist so verbuggt. Ja. Man weiß gar nicht für was. Heute Mittag hatte ich ein Spiel, da hat, glaube ich, mein Verteidiger wirklich nur berührt und er hat dafür Elfmeter bekommen. Manchmal weiß ich gar nicht, wieso der Gegner gerade einen Elfmeter bekommt, oder manchmal kriege ich einen Elfmeter, ich weiß gar nicht, wieso. Ja. Also manchmal hat man halt Glück, aber es ist halt immer in den falschen Spielen, wo man halt Pech hat. Ja, immer wenn es um etwas geht.
Oh, das war ein schöner Pass. Ja, das war wirklich schön durch die Lücke. Was war das denn? Ich wollte doch hier zu Valencia passen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Da habe ich ihn blockiert. Boah, was war das denn, Aguero, ey? Soll der denn da hinterherkommen? Ja, toll. Schön angenommen. Ja. Und der Torwart ist der geilste in FIFA, ey. Das ist. Welcher Torwart? Ach, der Torwart, der Schiedsrichter. Ey, was? Nicht Balotelli schicken. Oh, oh, oh! Ah, jetzt muss das so dumm ruckeln. Verdammt! Und dann kommt da so ein scheiß Ding bei raus. Komm, 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 komm. Boah, das war knapp. Aber schönes Spiel bis hier. Ja, wir machen, können wir Verlängerung? Wir machen Verlängerung, ne? Ja. Kann ich jetzt hier nicht auf mir sitzen lassen. Auch wenn mein Tor ein bisschen lucky war, aber. Oh nein, was nehmen die denn hier die Leute so komisch weg? Boah. Sehr schön. Nein, noch nicht so. Oh Mann, der Nasri war voll frei und nicht im Abseits. Und dann spielt er zum Aguero. Ist noch spannend, ey. Kann alles passieren. Oh Mist, dann hast du es gesehen. Ja, gut, dass ich selber auch Fußball spiele, da lernt man was dazu. Komm, jetzt aber. Oh, das sieht aber übel aus für mich. Nein, nein, oh, das war gerade ein Internet-Lack und dann noch ein Ei, muss man achten. Oh! Nee, oh. Das. Eigentor! Nee, war das Handy, hat es irgendwie gemacht. Nee, dein Spieler hat den noch reingetippt, oder nicht? Das will ich mir, da hat doch dein Spieler hat doch dagegen. Oh mein Gott, ey. Ja. Pepe, der beste Spieler im Spiel für mich. Und dann wird da trotzdem Balotelli zugerechnet. Das finde ich aber komisch. Das kann ja gar nicht sein. Also das war ja eindeutig die Richtung verändert von dem Pepe. Gar nicht. Oh oh. Modric, mach mal was nach dem. Oh. So. Unten. Aguero bietet sich schon an in der Mitte. Oh, scheiße. Oh, das war's. Ja, nice, Aguero. Ah, wenigstens ein richtiges Tor, ne? Nicht so ein, nicht so ein Lackertor. Da vorne, der macht vorne die Chancen, scheinbar. Sehr schön. Ah, diesmal war es auch nicht Pepe. Bei Pepe nicht aufpassen. Jetzt hat Nasri einen Krampf, willst du mich verarschen? Jetzt doch die Pepe vor. Oh Mann, ey. Oh, alter Vater, jetzt haut der Aguero hier aber einen nach dem anderen raus. Halbzeit. Ja, jetzt habe ich es eigentlich verloren. Ah, 3-1. Muss jetzt alles nach vorne knallen, ne?
Ja, nee, wenn ich spiele, ich habe die ganze Zeit auf Offensiv gespielt, dann wird das nichts, weil die Abwehr nicht aufpasst. Ja, das stimmt. Ja, das kommt, du Ja, wirst. sowas, ich habe die ganze Zeit auf Offensiv gespielt, weil hat eben auch Offensiv nicht halt beim 1-1 und ja, so sieht es jetzt aus. Dann steht die Abwehr sowas von schlecht, da. Damit muss ich nicht enttäuschen. Nicht vom Ball zu trennen, der Junge. Ja, klingt schlecht. Ach, Mist. Da wollte ich zu sehr irgendwie da durch. Jetzt mach mal deinen Fehler. Boah, da hättest du besser annehmen müssen. Ja, aber ich habe gedacht, der Kabul kommt da oder Fernain und fällt jetzt nicht da. Und bummst den wieder um, ne? Ja, genau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der ist aber auch nicht rauszukriegen. Es geht irgendwie nicht mit Abwehr, sondern in der Offensive. Das ist komisch. Komm, Ramos, ey. Aber nicht, diesmal nicht zum Mond geschossen. Ja. Diesmal nicht zum Mond. Ach komm. Oh nein, da habe ich nicht aufgepasst. Oh, Eigentor. Ach doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Oh, 3-2, ey. Wieso zieht er mir denn den Spieler weg? Boah. Wie meine Leute alle Jetzt voll aber. am Arsch sind. Jetzt aber für mich, guck mal, da läuft Aguero. Schön. Das mag ich an FIFA nicht. Die Abwechslung, also die Spiele sind super unkoordiniert. Na! Da Wie grätschen die kommt sich hier noch noch ein Spieler gegenseitig drauf? um. Komm, letzter Angriff hier, ne? Falcao! Falcao! Jetzt hau ich rein! Oh, Loris geht dazwischen. Nice! Ja, jetzt ist es doch den letzten. Oh, wie knapp! Oh, Komm, jetzt. wie knapp. Naja. Aber schönes Spiel. Sehr knapp vor allem. Sehr schön. Hat Falcao doch zwei Tore geschossen bei dir, ne? Ja. Und mein Loris war mein bester Spieler. Ja. Damn it. Das ist auch echt. Ach ja. Das war doch mal ein lustiges Spiel. Ja, ich hoffe, die Zuschauer haben dann auch noch was gelernt. Genau. Wie man denn jetzt hier richtig tradet und wie man es am besten macht. Es gibt ja tausend YouTube-Videos irgendwo im Internet. Ja, also ich will jetzt kein Wort oder so, aber der beste von allen, meiner Meinung nach, ist Mr. Bowdens. Von Mr. dem habe ich das Bowdens. gelernt. Ja, MRBODENZ. Also von dem habe ich das eigentlich so gesagt gelernt, mit meinen Spielern zu traden, weil das ist eigentlich der beste, meiner Meinung nach, noch als kleinen Tipp. Genau, schaut einfach dann mal bei dem rein. Kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne nur FIFA Ja, der ist Destix und nicht so Hamburger stark. Youngsters, aber. Engländer hat 10.000 Abonnenten. Ja, heißt ja nicht, dass er schlechter ist, wenn es klappt, ne, so wie bei dir, dann was will man mehr? Was will man mehr? Ich wünsche euch noch einen schönen Sepik Sunday Abend hier. Ja, verabschiede Jan Felix. Ne, war schön mit dir zu spielen. Ja. Und wir hören uns dann die Tage nochmal. So, Tschüss. tschüss.